So, hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei einem neuen kleinen Projekt, möchte ich jetzt an der Stelle noch gar nicht sagen. Es ist mal wieder soweit, wir sehen hier unten Demo. Wir haben mal wieder die Zeit im Jahr oder eine der Zeiten im Jahr, wo wir verschiedenste Demos testen können auf Steam. Und diese kleine Reihe starten wir mit einem Spiel. Wo ich einfach von dem Spielprinzip mega begeistert bin. Ich freue mich sowas von auf dieses Game. Kann ich euch ja gar nicht sagen. Ich mag Bücher, beziehungsweise ich liebe Bücher, ich liebe gute Geschichten, ich liebe alte Bücher zum Teil. Wer Bücher und gute Geschichten mag, wird die Spiele wahrscheinlich auch mögen. Denn laut Text auf der Steam-Shop-Seite ist es hier möglich, bekannte Geschichten entweder nachzuspielen oder aber komplett neu umzuschreiben. Also total witzig. Cooles Spielprinzip und das testen wir jetzt mal aus. Storyteller. A book about the creation of stories. Annapurna Interactive sehen wir hier. Also die guten Leute, die What Remains of Edith Finch gemacht haben. Storyteller, natürlich Geschichtenerzähler. Ein Buch über die Kreation von Geschichten. Chapter 1. Love and Loss, also Liebe und Verlust. First Love, Broken Heart, Healing Heart, Drama. Gothic Tragedies, Deadly Drink, Poison Tragic Lovers, Monsters, Dracula. Was passiert? Wir beginnen hier. Lonely Person Finds Love. Also eine einsame Person findet die Liebe. Drag characters into the comic. Okay, das ist Albert. Und das ist Juliet oder auch Julia. Er ist einsam. Albert ist einsam. Und jetzt so? Ach so, guck mal. Das war nur ein kleines Tutorial sozusagen. Gebrochenes Herz. Story of a Heartbreak. Grave. Das heißt, die Geschichte dreht sich ja um Albert. Oh, armer Albert. Die Musik ist schön. Healing Heart. A heartbreak is healed. Ja, Eleonora, okay. Wer ist tot? Können wir auch? Ich probiere mal etwas. Nee, das funktioniert ja nicht, aber. Aber es ist doch geheilt. Wir können. Aber was machen wir hier? Ist noch jemand tot? Aber dann? Idee, 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 Idee. Idee. Hä?
Sie sind verwirrt. Nee, die Geschichte passt nicht. Aber wieso denn nicht? Edgar ist zweigleisig gefahren. Schade. Ich finde die Geschichte gut. Oder stirbt etwa zum Schluss wieder jemand? Sie ist nicht traurig, weil Edgar tot ist. Warum nicht? Ach so. Weil wir das hier erst noch einführen müssen. Dann stirbt Edgar. Und zum Schluss hier Edgar. So. Ja, sie denkt an Edgar, genau. Hier, Edgar ist tot. So. Cooles Spiel. Ich hab's mir anders vorgestellt, aber mega cool. Zurück ins aus Kapitelmenü hier. Ach, ich hab vergessen, wie es heißt. Drama. Everyone Heartbreaks. Was? Also jedem wird das Herz gebrochen. Was bedeutet Revive? Warte mal ganz kurz. Ganz kurz. Ich minimiere ganz kurz. Und hole Dinge. Ich weiß leider nicht, was das so heißt. Beleben. What? Wie beleben? Also, Edgar stirbt mal wieder. Jeder muss ein gebrochenes Herz haben zum Schluss. Heißt, Edgar stirbt. Was ist denn beleben? Da gehört nur eine Person hin. Ach, der wird wiedergeboren. Hier. Tada, Edgar ist zurück. Und jetzt kommt's. Nee, er denkt noch an sie. Dann muss sie sterben. So. Jemand stirbt wieder mal. So. Edgar. Das ist verkehrt. Everyone heartbreaks. Von jedem muss das Herz gebrochen werden. Also muss jetzt schon wieder Edgar sterben eigentlich. Edgar ist wieder tot. So. Der arme Edgar. Auf den habe ich es ein bisschen abgesehen, aber wenigstens durfte er wiedergeboren werden. Edgar. Erstes Kapitel fertig. Poison. Drinks Poison out of Heartbreak. Edgar. Aber wieso denn drei Bilder? Wir haben drei Bilder. Zum Schluss wird das Gift getrunken, ist klar. Aber was passiert denn hier? Wir brauchen hier ja noch einen Hintergrund. Edgar heiratet sie. Oh, heiratet Edgar vielleicht noch zwei? Ja.
Sie möchte gerne Edgar heiraten, er ist aber noch in sie verliebt. Diesmal ist Edgar der Gute in der Geschichte. Ich meine, er war ja nie böse, er ist nur immer gestorben. Tragic Lovers, tragische Liebende. Edgar. Double Self-Poisoning. Oh, wir spielen Romeo und Julia. Mit Edgar. Edgar ist mein Liebling, ich mag ihn jetzt schon. Okay, ja. Preußen. So Quatsch. Edgar muss sterben. Aber eigentlich natürlich erst, warte. Oh, armer Edgar. Aber wie müssen wir das jetzt machen? Preußen? Edgar trinkt Gift. Edgar wird wiedergeboren. Nee, Edgar wird wahrscheinlich zum Schluss wiedergeboren. Nee. Sie trinkt Gift. Hey, sie ist ein Geist. Ach ja, sie ist ja tot. Stimmt ja, warte. Bin verwirrt. Sie ist ja ein Geist. Wie schön. So. Sie sieht Edgars Grab und trinkt ebenfalls Gift. Romeo und Julia, wir haben eine Errungenschaft Gift bekommen in dieser kleinen Demo. Ja, oh, hey, das ist schön, das Spiel. Mörder. Oh, der Baron tötet Edgar. Nein, nicht Edgar. Aus Eifersucht. Ja. Das war verkehrt. Warum? Oh! Hey, was soll denn das? Hört ihr das? Der Kater jault böse. Oh, Flocke! Kommen die da gleich hin? Der Baron tötet Edgar. Nochmal. Drink. Der Baron tötet Edgar. Wie denn? Ach ja. Wie schön. Mhm. Tötet er Edgar mit Gift? Aber wie soll ich denn das jetzt machen, den Rest noch? Hier zum Schluss sitzt er gerne wieder da und trinkt seinen Tee. Ach ja, habt doch ein Happy End schon mal. Preußen? Hm? Ich verstehe nicht ganz, wohin das hier führt oder wie es hier hinführt. Edgar stirbt. Wie immer. Oh, er tut Edgar Gift ins Trinken, in seinen Wein. Und Edgar sitzt hier jetzt und trinkt Wein und stirbt. Und er freut sich.
Ich hätte es besser gefunden, wenn er da gesessen hätte und glücklich getrunken hätte. Ach ja. Cool gemacht, auch witzig. Genesis, okay. Adam und Eva sterben. Hier, bitteschön. Habe ich aus einer Rippe gemacht. So, Judgment? Hier ist die Schlange. Eva isst den Apfel. Aber wo kommen wieso so viele Bilder? Frisst er auch. Aha, guck mal hier. Ah, hier, guck mal. Hat sie auch gar nichts mehr an. Wo ist dein Blatt? Judgment. Oh! Wie wunderbar. Aha! Aber das ist nicht richtig. Alter. Oh nein! Wieso? Werden beide bestraft? So. Dass du das. Neue Errungenschaft. Ist doch schön. So, Dracula. Geheilt vom Vampirismus. Hier, guck mal, Dracula, wie niedlich er ist. Mina und Jonathan. Nightcrypt. Professor. Oh Gott. Die Gruft. Hier ist der Professor. Die Nacht. Dracula, ja. Aha. Soll ich da schon zwei Draculas tun? Mina und Jonathan. Oh, guck mal, wie schön. Doch ein Träumchen. Jonathan geht zum Professor. Wir müssen ihm ins Herz stechen. So, Ah, guck mal, cool. Das wird nicht richtig sein. Oha! Das war so aber nicht geplant. Guck mal hier, wie sie schlafen. Professor. Gut, sie sollte ihn nicht unbedingt beißen, ne? Niemand sollte ihn beißen. Sie wurde zu früh gebissen, glaube ich. Hahaha. Okay, das ist auch verkehrt. Warte, das Ganze muss mit dem Professor. Sie muss noch den Professor sehen. Hier, Knoblauch. Geh weg, Mina.
Sohn jetzt. Eigentlich müsste er hier Dracula in seiner Gruft sehen. Das richtig? Nee, ist keine gute Geschichte. Dann wird sie dem Professor vorgeführt. Ist es alles nicht richtig? Aber es steht ja auch Heilung vom Vampirismus. Wir brauchen noch Mina in der Gruft. So. Yes. Sie ist geheilt. Am besten war, wie sie sich beide angefaucht haben. Kronzgitter, was bedeutet? Ich weiß es leider nicht genau. Die Queen heiratet. Ach so. Disguise, Dungeon. Aha. Ja, aber die mögen sich ja gar nicht. Da ist das der Schluss. Ah. Sieht irgendwie verkehrt aus. Warte mal. Sie mögen sich nicht besonders. Also? Das ist alles sowas von verkehrt, was ich hier mache, weil ich auch nicht weiß. Wohin das alles führt. Das ist schwer. Weil ich noch nicht so genau raus habe, was das für eine Geschichte ist gerade. Wer sitzt denn im Kerker? Ja, jawohl. Aber wie kommt er denn da jeweils wieder raus? Disguise? Nee, das macht er auf jeden Fall, ist klar. Sie muss ihn schon im normalen Zustand als erstes, beziehungsweise er möchte sie heiraten, sie will aber nicht, sie hat keinen Bock auf ihn, offenbar. Geht nicht erst im Kerker. Wie kommt er denn da jemals wieder raus?
Warte mal. Da habe ich doch eine Idee. Oh nein, ich wurde von einem Monster eingefangen. Er hat sie wieder ausgezogen. Ha! Befreit sie. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Wie wunderbar. Na. Warte mal. Two Heartbreaks? Das ist jetzt Two Heartbreaks. Warum? Ah, deswegen. Afterlife Love. Okay. Okay, ich weiß schon. So. Jetzt werden sie wie durch ein Wunder. Ach nee, sie werden nicht wiederbelebt. Oder doch? Doch eigentlich schon, oder? Ja. So eine schöne Geschichte. Double self poisoning same person. Lass mich mal kurz überlegen. Er trinkt das Gift. Wird wiederbelebt. Ist schlau genug, nochmal das Gift zu trinken. Jetzt machen wir hier aber auch zum Schluss nochmal hier den Geist, der trauert. So. Deadly Drink. Was ist Spouse? Ich muss nochmal kurz. Übersetzung. Ehepartnerin. Baron stiehlt die Braut. Da, das war ja einfach. Indigestion. Ja, toll. Ich denke, das ist auf Deutsch. Verdauungsstörungen, was? Hä?
Sie hat keinen Apfel gegessen. Wieso Verdauungsstörungen? Er kann den Apfel nicht essen, weil er niemanden hat. Hä? Ihr habt nichts getan, ihr Lieben. Ich verstehe es nicht. Okay, das verstehe ich gerade nicht genau, wie wir das machen sollen. Hier vor allem Verdauungsstörungen. Wir gucken mal das andere Kapitel an. Dracula. Ah, Professor, erschrocken sozusagen über toten Vampir. Wieso der Professor? Ach! Nee, das ist aber irgendwie nicht richtig. Haben wir noch was? Ja, hier. Drachenkönig! Okay. Verstehe. So. Schön. Das ist doch gut. Das ist doch richtig klasse. Drachenkönig. Gut, die anderen beiden sollten wir uns beim nächsten Mal tatsächlich nochmal vornehmen. Das ist umfangreicher, als ich gedacht hätte. Verdauungsstörungen. Mit Draculas kriege ich irgendwie hin, aber hier bin ich echt verwirrt. Oder halt wirklich zuerst den. Was für Verdauungsstörungen? Es ist egal, wer zuerst den Apfel isst. Ach so.
Sie isst einfach einen Apfel nach dem anderen. Ja, das ist nicht gesund, liebe Eva. Dann gucken wir uns das jetzt aber doch nochmal an. Professor ist erschrocken über einen toten Vampir. Sollen wir Dracula komplett raushalten und Mina töten? Der arme Dracula. Ich meine, außer natürlich, wenn er... Er muss natürlich Mina erstmal verwandeln. Bitteschön. Die sind beide in ihrer Gruft. Professor erklärt Jonathan, du musst den Vampir töten. Töten musst du ihn. Weil sie sagt, er sagt auch Dracula töten. Aber vielleicht... Jo! Tja, das ist nach hinten losgegangen. Böser Jonathan. Jonathan ist böse. Abgrundtief böse. Wir haben alle Kronen. Wir haben alle Kronen. End of the Demo. Die volle Version kommt bald mit mehr Charakteren, Settings und Überraschungen. Wishlist on Steam haben wir schon. Guck mal, die Hexe, wie süß sie ist. No. Das Spiel ist mega cool. Ich wusste, es wird mir gefallen, aber so gut hätte ich... hier, so gut hätte ich nicht gedacht. Es ist so süß gemacht einfach. Richtig süß. Echt witzig. Und der böse Wolf. Also richtig cool. Bin begeistert. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also es ist ein total lustiges Spiel. Auf jeden Fall total ulkig. Echt niedlich gemacht mit diesen Charakteren. Sieht total niedlich aus einfach. Und der Grafik ja auch. Total süß. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Demo, wo ich auch schon sehr gespannt drauf bin tatsächlich. Macht's gut, ihr Lieben. Nochmals danke fürs Zuschauen und einen schönen Start in die neue Woche. Tschüss.